Hallo, mein Name ist Viktor Neumann. Ich bin die deutsche Stimme von John Cryer. Das ist der Alan Harper aus Two and a Half Men. Und Andrew Lincoln, das ist der Rick aus Walking Dead. Oder Alan Cumming oder Dominic Purcell, Prison Break. Naja, und noch ein paar andere. Ja, meine erste Synchronrolle, das war in Düsseldorf. Da hat mich irgendjemand vom WDR hat mich da empfohlen, bin ich hingefahren. Da ging um einen europäischen Sechsteiler. Und ich kam da hin und das war, wie das im Kino bei diesem einen Kronenfilm ist, wo der John Goodman diesen Produzenten spielt, so genau so einer, so ein Kerl und so ein, sie wollen mal hier ein bisschen was machen, dann wollen wir mal sehen, was sie machen. Und dann bin ich, ja, wir haben jetzt hier vier Takes für Sie, so einen japanischen Wissenschaftler, wir haben eine halbe Stunde, gehen Sie mal da rein. So, da bin ich da reingegangen, kam nach 5 Minuten wieder raus und dann sagt er, ganz entgeistert, hat's nicht geklappt. Ich sage, doch, ich bin fertig, ich wollte abrechnen. Moment, dann ist er in die Regie gegangen, hat sich da erkundigt, ob das auch stimmt, kam wieder raus und sagte, offensichtlich ein Talent. Dann nahm er so einen Scheck und schrieb da 250 DM drauf. Und dann dachte ich, jetzt habe ich 5 Minuten gearbeitet und 250 Mark verdient. Das mache ich jetzt öfters. Ja, das war meine erste Synchronrolle. Synchronisieren bedeutet ja sowieso, dass man innerhalb relativ kurzer Zeit sich in den Rhythmus eines anderen Menschen einfühlen muss. Und da ist man drauf trainiert, dass man, so wie heute zum Beispiel, ihr seid jetzt Atelier Nummer 6 und 6 verschiedene Sachen, 6 verschiedene Genres und so. Und das in dem Augenblick, wo man anfängt, switcht man da wieder rein. Also, wobei ich sagen muss, die letzten Folgen von Walking Dead, die waren schon heftig. Also diese Auseinandersetzung mit Negan und dann bringt er seinen Sohn um oder bringt er den um oder wird er selber auch noch, stirbt er selber. Das haben die schon sehr geil gemacht und das war auch schon, das war spannend. Also auch für uns war das spannend, weil ich auch mal sage, nichts verraten bitte, ja, nicht erzählen, wie es ausgeht, ja, oder wie die ganze Folge ist, sondern einfach nur die Situation sagen und dann Schritt für Schritt, ne. Also das war schon sehr. Das geht einem dann teilweise auch, man kennt die Figuren so lange, man kennt die seit Jahren, ist man auch mit diesem Jungen unterwegs und so. Und wenn es dann plötzlich so ins Eingemachte geht, da muss man schon auch mal schlucken. Ne? Ja, auf jeden Fall. Klar, du musst mitleiden. Aber man leidet automatisch mit. Ich habe 10 Jahre in Two and a Half Men gelitten. Alan ist ja derjenige, der es immer abkriegt. Ja? Der ist ja dafür, die Rolle ist dafür da, dass er es abkriegt. Ja? Und der leidest du automatisch mit. Dann kannst du doch besser spielen. Ne? Wenn der Leidensdruck, je größer der Leidensdruck, desto besser kann man es spielen. Das Lustige war, dass dieses Two Men so ziemlich immer fast gleichzeitig meine private Situation abgebildet hat, ja, mit Ex-Frau und mit Kind und mit immer hin und her mit dem Kind und so. Obwohl es jetzt nicht so dramatisch war bei uns, aber trotzdem waren die Situationen, die gespielt werden mussten, waren immer sehr, sehr ähnlich. Und manchmal habe ich immer gedacht, ey, Moment mal, das bin doch ich, das ist doch mein Leben, man erzählt aus meinem Leben die ganze Zeit. Das war schon sehr lustig, ja. Das ist das Besondere gewesen, weil heutzutage wird ja fast alles geixt, nicht immer, aber fast alles geixt. Man ist ja hauptsächlich alleine im Atelier. Und seltsamerweise haben wir das von Anfang an immer zusammen gemacht. Also würde man so 90% unserer Szenen haben wir immer zusammen gemacht. Am Anfang hat sich das, glaube ich, so per Zufall ergeben und dann haben wir dann darauf bestanden, dass wir das so machen. Und dann haben wir auch viele Tage gehabt, wo noch Rose dabei war, Bertha dabei war. Wir haben zum Beispiel auch, das kommt ja auch nicht mehr so oft vor, diese eine Szene, wo dann dieser Duncan, dieser Schwarze, ja, der von nebenan, der Ex-Footballer, da gibt es ja auch so eine Männerszene und da waren wir mit allen Männern zusammen im Atelier 2 Tage und so. Das war schon sehr schön und mit Benny immer zusammen. Also bis auf wenige Ausnahmen, wo er woanders war oder ich mal woanders war, haben wir das alles zusammen gemacht. Das haben wir alle nicht gewusst. Erstmal, da kam ja erst einmal dieser Drehbuchstreik dazwischen, wo es so eine verkürzte Staffel gegeben hat, wo man bei ganz vielen Serien nicht wusste, ob die weitergehen. Es sind ja auch einige, Man in Trees zum Beispiel war einer meiner Lieblingsserien, habe ich sehr, sehr gerne gemacht, die ist dann da über einen
über die Klippe gegangen im Zuge dessen. Und dann war das aber ausgestanden und dann kam die Geschichte mit, man hat schon in der, ich denke, in den letzten beiden Staffeln hat man schon gemerkt, dass Sheen, es gab manche Momente, wo man gemerkt hat, er kämpft mit sich. Ja? Er kämpft sich mit der Konzentration und er war in manchen Momenten nicht mehr ganz so lässig, wie er früher lässig war. Und so. Und da habe ich mir gedacht, dann hat er sich aber wieder gefangen, dann ging das wieder. Und dann muss er ja privat irgendwie total ausgerastet sein. Es wird ja auch ganz oft zitiert. Ja. Viele Sachen werden zitiert. Auch mit dem Mercedes, den er geschrottet hat, irgendwo die Küstenstraße runtergefahren hat, das wird ja auch erwähnt. Es kommt ja immer wieder, das wird mal zeigt, dass man einen Entzug macht und so. Weißt du, die sind ja immer wieder, haben die das alles mit eingebaut. Und ich habe dann gedacht, das ist jetzt vorbei. Also ich habe es ja insgesamt 10 Jahre gemacht und wir haben 10 Jahre permanent Spaß gehabt. Also abgesehen von dem einen oder anderen Krach, den wir gehabt haben. Ich bin aber jemand, der wirklich um jeden Satz und um jede Pointe kämpft. Ja, dass sie auch, ne, weil es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt zwei Dinge für einen Schauspieler oder einen komödiantischen Schauspieler, die ganz schlimm sind. Das eine ist, eine Pointe zu versemmeln und das andere ist, eine Pointe übersehen zu haben. Ja, wie viel Pointen ich versammelt habe, muss das Publikum entscheiden. Ne? Aber da muss man manchmal, man muss sich manchmal gegen die Regie durchsetzen und gegen den Cut durchsetzen oder den Dialogautor, wenn man das Gefühl hat, die zündet nicht die Pointe. Ich muss den Satz umbauen, ich muss das irgendwie anders spielen, ich brauche da noch was und da noch was oder lass uns das ganz umtexten. Oder das ist manchmal so, das sind dann so die Dinge, wo es dann auch mal Kräche gibt, aber ansonsten würde ich mal sagen, zu 99% haben wir Spaß gehabt. Und das ist schon, mehr kann man eigentlich nicht haben wollen, ja, maximal. Neulich war ich bei mir an einem von diesen vielen Spätis, die bei mir da sind, und da habe ich wirklich nur einen Satz gesagt. Ich habe eine Packung Zigaretten gekauft und eine Flasche Fanta oder was das war. Ich habe gesagt, die Zigaretten bitte und die Fanta. Nur das. Dann guckte der mich an. Sie sind die Stimme von Rick aus Walking Dead. Ich sage, wow. Respekt, ja, weil ich habe nur einen Satz gesagt. Und dann haben sie das gehört. Also das kommt öfters vor, ja. Es hat Vorteile und Nachteile. Manchmal hat es Vorteile, wenn man, wenn man auch schnell sein kann, ne, weil man sich gut konzentrieren kann, man ist nicht abgelenkt durch irgendwas. Ich finde, manchmal auch hat es Nachteile, wenn ich manchmal so eine Folge angucke von irgendwas und sie dann so genau, dann, wenn man so ganz genau hinhört, hört man, das ist geixt worden. Ja, das ist, da passen manchmal so minimale Anschlüsse nicht so ganz zusammen vom Zusammenspiel. Und das wäre besser, wenn man das zusammen, also wenn man das von meinem Partner, ne, die Dialoge im Ohr habe. Aber gut, das sind Nuancen. Ich würde lieber gerne wieder mehr mit Leuten zusammen. Ich habe neulich mit dem Wolfgang Kondrus, habe ich mit dem ganzen Tag zusammengearbeitet. Wir haben am Ende auch gesagt, es war so schön, wir sollten das wirklich öfter machen, wieder mal zusammen. Das ist eine ganz andere Stimmung, als wenn man immer nur alleine da rumsteht. Im Hörspiel bin ich ja relativ frei, wie ich was machen will. Im Synchron habe ich einen ganz engen Rahmen, der mir vorgegeben ist, in dem ich mich bewege. Im Hörspiel kann ich das so frei gestalten, wie ich das möchte oder wie, ne, oder wie sich das ergibt im Zusammenspiel. Das Tolle ist die Abwechslung. Ich kann das und das machen. Das nicht immer das Gleiche machen muss, das ist das Tolle. Ich mache nicht das eine lieber oder das andere weniger lieber. Dass man alles machen kann, das ist das Schöne. Aber Synchron mache ich schon verdammt gerne. Mir fällt noch gerade ein, weil wir gerade von den Pointen gesprochen haben, dass es gibt tatsächlich bei Two Men eine Pointe, die ich ausgelassen habe und über die ärgere ich mich bis heute. Das ist so ein ich weiß auch genau welche, das ist, da ist Alan im Zimmer, alleine im Zimmer, packt Koffer ein oder aus, weiß ich nicht mehr genau, und dann sagt er irgendwie was, gehen wir in Ägypter, also diesen berühmten Song von den Bangles, ne, Walk Like an Egyptian, und dann summt er so ein bisschen dazu. Und dann habe ich so für mich ausprobiert, da würde doch genau drauf passen, Walk like an Egyptian. Und das wollte die Regie nicht.
Und dann habe ich das verschoben auf abends. Dann haben wir das vergessen. Dann wollte ich es am nächsten Tag machen. Dann war der Take schon in der Mischung. Okay. Das sind so Sachen, die ärgern mich. Also wenn man so, man sich so nicht durchsetzen konnte mit irgendwas.